Yo YouTube, was geht? Geist69 am Stissel. Hier wieder mit einem neuen Minecraft-Video. Diesmal habe ich mir aber gedacht, ich fange eine komplett neue Serie an. Quasi, dass wir das einfach ganz von vorne einfach anfangen, mit Minecraft zu spielen. Alles von vorne, neuer Spawn, neue Welt. Alles neu craften, bauen, basteln, dies, das. Dann könnt ihr auch mal sehen, was wie gecraftet wird. Könnt ihr die Mechaniken, wie zum Beispiel meine die Steinproduziermaschine oder Farmmaschine immer, wenn ich die nachher baue, wie das alles gebastelt wird oder unsichtbare Türen, Geheimtüren, den ganzen Dreck. Dazu muss ich noch sagen, dass ich jetzt bei meinem ersten Video ein paar Röpser von mir mit einbeziehen werde, weil zu meinem Call of Duty Video, was ich gestern rausgebracht habe, habe ich ja aus Versehen ein bisschen rumgeröpst, habe das aber mit Absicht leise gehalten, weil ich das im Video eigentlich nicht machen wollte, es laut rumzuulfen. Aber mir wurde geschrieben, dass ich fast so gut röpsen kann wie ein Mädchen. So, und das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Also werde ich heute nochmal ein paar Röpser ordentlich ins Mikro reindreschen. Neue Welt erstellen. Neue Welt nennen wir natürlich, weiß ich nicht, YouTube einfach. Ist ja für YouTube der ganze Scheiß. Überleben, bla bla bla. Lass mal so. So. Da geht nämlich unser Battle los, da wird geröpst und rumgeulft bis zum geht nicht mehr. Da klingelt das Handy schon wieder nebenbei ein bisschen. So, da muss ich mal kurz zurückschreiben hier. Jo. Dann möchte ich noch dazu sagen an einen Kumpel von mir, der meine Videos alle sich reinzieht und alle teilt. Was sehr freundlich ist. Er wollte auch mal einfach... Naja, dass er halt mal in dem Video benannt wird. Deswegen sage ich Dankeschön an unseren Tommy, der König, der Zweite, der meine Videos fleißig teilt, mich aber, wie ich gesehen habe, immer noch nicht abonniert hat. Beziehungsweise meinen Kanal noch nicht abonniert hat. Hier ist schon mal richtig geil, hier sind ein Haufen Schafe, wir können uns bei Zeiten im Bett bauen. Dieser Welt hier unten, wir sind am kleinen Berg, da können wir uns noch sogar eine Hütte, so ein Nest reinbauen, damit wir erstmal für die Nacht was haben. Also würde ich sagen, wir hacken uns erstmal ein paar Bäume runter, buddeln uns eine Hütte da unten rein, hacken ein paar Schafe nieder, da haben wir was zu fressen, haben gleich Wolle für ein Bett, hier haben wir gleich Holz, hier drüben ist Wasser. Das ist schon mal für einen Start ist es schon mal nicht schlecht, würde ich mal ganz pauschal behaupten. Also hauen wir erstmal den Baum hier weg. Nebenbei nicht vergessen, ganz wichtig, Bier trinken. Ah, Bier. So. Das war schon mal der erste. Jana, ich hoffe, du hast ihn gehört. War ein Kinderrübs. War nicht besser als gestern im YouTube, aber... Ach, in Call of Duty. Aber glaub mir, da werden noch ein paar Folgen. Folgerübser. Geil. So, dann werden wir es von diesem verfickten Baum hier. Komm, her mit dir. Ich will dich. Du Schwein. Immer ran mit dem Holz. So, jetzt haben wir 12-mal Holz. Das ist erstmal... Naja, es reicht. Da guck mal, da buddeln wir uns hier gleich rein. Einfach. Buddel, 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 buddel. Da kommt natürlich Stein. Ach, verdammt, wieder in versaut. So. Der ging durch, einigermaßen. So, Erfolg erzielt, Inventur. Oh, jetzt geht's los. Jana, ich hoffe, du hörst zu. Bevor es wieder heißt, ich kann nicht rübsen. Ich rübs fast so gut wie ein Mädchen. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Halt, verdrückt. So, das Ding tun wir mal. Och, wie wir sehen, wir sind wieder ein hübsches Mädchen. Ich hab die Haare schön. Sieht aus wie Robin Hood. So. Machen wir uns den Scheiß. Da brauchen wir jetzt erstmal eine Spitzhacke, ne? Jo. Machen wir es so, damit wir nämlich da reinkommen. Bauen wir uns ein kleines Nest erstmal und dann gehen wir oben Schafe schlachten. So. Ja, damit. Machen wir auf hier, bitte. So. Machen wir erstmal. Zu groß brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht viel Platz. Hier kommt eine Tür rein. Machen wir das einfach so. Erstmal, damit wir ein Nest haben, damit nachts nicht wieder die ganzen beschissenen Zombies kommen und die Skelette kommen und uns wieder aufs Wrack hauen wollen. Brauchen wir erstmal ein Nest. Das ist doch hier top. So. Das machen wir nochmal nach hinten ein Stück.
So, das reicht. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Müssen wir den ganzen Furz hier noch abbasteln fix. Dann haben wir erstmal eine kleine Hütte. Ach ja, und übrigens, Tommy, wenn du dieses Video hier siehst und hast mich immer noch nicht abonniert. Scheißegal, ob du dein Passwort nicht mehr weißt, dein altes, dann meldest du dich gefälligst nochmal neu an und hast mich zu abonnieren in YouTube. Und meine Videos natürlich trotzdem weiterhin zu teilen. Weil sonst gibt es nämlich Backenplatten, auch wenn du König der Zweite bist. Onkel. Ne? Weil ab wann können sie wieder arbeiten? Ab 90 Grad gibt's bei mir nicht. So, pass auf, wir machen jetzt hier die drei Steine noch weg. Eins, zwei, drei. So, passt doch. So, die Workbench hauen wir uns nochmal weg. Die stellen wir uns nämlich in die Hütte rein, wenn sie mal kaputt gehen würde. So, haben wir das Ding. Die stellen wir hier hin. So. Dann machen wir uns gleich ein Messer. So. Chagalaga. Halt, die brauchen wir. So. Gleich ein Schwert, damit wir oben die Schafe abschlachten können. Ja, ich bin so gemein. Ich habe halt Hunger. Da, das haben wir auch mal einen, da können wir uns mal ein paar... Oh, es leckt gerade ein bisschen. Können wir uns ein paar... wie heißt denn der Scheiß? Bäume pflanzen, genau. Die Hippies wissen das, ich weiß sowas immer nicht. So, da hüpfen wir mal hier hoch. Die machen wir alle weg, die Viecher. Hier haben wir einen Tunnel, da haben wir gleich Kohle und alles. Das ist schon mal vorteilhaft. Halt die Fresse, du Vieh, stirbst eh. So, da haben wir gleich Wolle. So, so, so. Das ist ja Paradies hier, was an Wolle geht. So, stirb. Tod. Die Sau. Die nächste tot. Ich schlachte jetzt erstmal nur weiße Viecher ab, weil die kann man ja nachher noch färben. Und die schwarzen Viecher kann ich später auch noch killen. Na los, hoch da hier. So. Das schwarze Schafe gibt es überall, hier haben wir gleich mehr. Ihr Wichser! So, stirb, stirb! Willst du dich verstecken oder was? Gibt's bei mir nicht, Fräulein. Stirb! Jawohl. So, da haben wir. Ach komm, das klotzt so blöd. Das killen wir auch gleich. Haben wir halt schwarze Wolle. Auch mal. Machen wir uns einen schwarzen Teppich draus. Stirb, stirb! So, wieso leckt denn das jetzt so? Ich habe 60 Frames, aber es leckt. Das checke ich nicht ganz. Naja, vielleicht liegt es noch daran, dass ringsherum die Welt generiert wird. Ich weiß es nicht. Stirb, stirb. So. Ach, wir killen jetzt einfach alle Viecher, die hier rumlaufen und Mähmer. So. Stirb doch einfach. Stirb! So, da hinten sind noch zwei, die machen wir auch noch glatt. Und dann gehen wir erstmal zurück und machen unsere Hütte erstmal zurecht. So, stirb. Da, auch das sind sogar drei. Siehst du, das schwarze Schaf habe ich gar nicht gesehen. Das sind zwei in eins. Hehe, Cat Dog. Stirb doch einfach! So. So, jetzt haben wir erstmal 11 weiße Wolle und den ganzen Dreck. Können wir uns eine weiße Weste draus sticken? Wäre mal nicht schlecht, wenn der Staatsanwalt wieder vor der Tür steht. Wo geht's hier hin? Da haben, oh, da haben wir gleich Eisen und Kohle. Das ist doch schon mal top. Top, die Wette gilt. Da können wir uns ja noch richtig ausrüsten sogar. Das ist ein guter Spawn, gell? Wir haben hier alles. Jetzt muss ich bloß meine Hütte wieder. Da ist sie doch. So, ich hoffe, man sieht es jetzt, wenn ich reingehe in der Höhle, weil hier ist ja nicht gerade sehr viel. Licht. Mich hat es gerade geschüttelt, deswegen konnte ich Licht nicht sagen. So, wir bauen uns gleich mal eine Spitzhacke. 1, 2, 3. So, die hauen wir hier unten rein mit. Damit wir nämlich die Kohle abbauen können. Dann können wir uns nämlich gleich an. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, einen Ofen stellen wir uns natürlich auch gleich daneben. Bäm, damit wir nach unserem Furz gleich machen können. Ein Bett wollten wir uns noch basteln. Das geht so. Chakalaka Schinkenknacker. So, jetzt haben wir unser Bett auf der 3. Genau. Das stellen wir hier hinten in die Ecken. Wenn es nachher dunkel wird, können wir schlafen. Ich hoffe mal, wir stellen es auch hier hin irgendwie. Wieso geht's nicht? Jetzt? Naja, dann machen wir das so. Ist ja auch wurscht. Eine Tür bauen wir uns gleich noch her. So, eine Tür wird so gecraftet. Einfach so ein 6er Arschblock. So, dann stellen wir uns erstmal eine Tür ins erste Ding. So, Tür wieder auf. Dann hacken wir uns erstmal die Kohle runter, damit wir den Ofen anschauen können und uns ein paar Fackeln basteln können. Da können wir uns nämlich was zu Fuden machen. War das hier? Kann gut sein, auf jeden Fall. Die Kohle nehmen wir uns mit. Eisen nehmen wir uns natürlich auch mit. So, Jana, der nächste. Ich
Kann nämlich auch rülpsen. Besser als Viber, obwohl jetzt noch kein guter dabei war. Aber das kriege ich mal gleich hin. Das ist alles keine Kunst. Wenn wir uns hier runterbuddeln. Ach komm, hüpfen wir einfach. So, Kohle ran. Das ist aber nicht viel. Ich dachte, das geht noch weiter. Zeig ich zwei Stückchen Kohle. Das ist ja nichts. Naja, besser als nichts. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Das mache ich mal so, sonst mache ich meine Spitzhacke kaputt. Erstmal buddeln, buddeln, buddeln. So, haben wir das da. Und dann laufen wir erstmal zurück in die Hütte, bevor wir sie verlieren. Und noch ist es Nacht, Tag. Da sind wir noch ein wenig sicher. So, ich weiß nicht, das ist ein wenig. Ich mache hier mal kurz wenigstens Fackeln zurecht. Haben wir vier Stück. So. Und die hauen wir erstmal hier rein, damit man hier drin auch was sieht. Hauen wir da noch eine hin. So, das reicht, oder? Ja, ich denke doch. Dann hauen wir die Kohle rein und machen uns erstmal Eisen klar hier. Yeah, Eisen. So, ein bisschen Hunger gibt's schon. Dann hauen wir uns erstmal einen Apfel rein. Na, aha, nein, nein, nein. Ist gesund. Ups, deswegen trinke ich erstmal noch einen Schluck Bier. Aha, Bier. So, dann gucken wir nochmal raus. Machen wir jetzt erstmal eine Axt, da können wir noch ein bisschen Holz hacken. Axt, weiß glaube ich jeder, wie es geht. Ach man. So. Machen wir die aus Stein. Das wäre die Axt. Drei Steine, zwei Stöcke. Tun wir hierher. Und dann gehen wir erstmal ein bisschen Holz farmen. Kann man nämlich einiges draus machen, falls wir uns noch eine Hütte bauen wollen oder ein anständiges Häusle. Ist es für den Anfang mit Holz nicht schlecht? Ich meine, wenn der Creeper kommt, ist die ganze Hütte wieder weg, aber naja. Die kann man ja zur Not noch wegrennen. Da gibt es gleich einen Erfolg. Dreimal auf Holz geklopft. So, Jana, der war auch wieder für dich. So, also wie gesagt, ich fühle jetzt, das hier ist jetzt eine komplett neue Welt, alles neu und alles wird von Anfang an gebastelt. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, was ich bauen soll, oder ihr wollt irgendwas Bestimmtes gebaut haben, einfach nur um zu wissen, wie es funktioniert oder weiß ich was, dann einfach in die Kommentare schreiben, dann versuche ich es zu bauen. Das ist noch kein Thema. Call of Duty Videos werde ich auch versuchen weiterhin zu machen. Nur sind die ein bisschen umständlicher. Bis ich die fertig habe, weil die muss ich erst so dingsen, dann muss ich die noch umwandeln und dann muss ich die extra nochmal kommentieren. Das ist alles nicht ganz so einfach bei den Minecraft hier, weil das über den Rechner ist, kann ich das gleich während des Spiels kommentieren. Da muss ich nichts großartig nacharbeiten, muss das bloß noch umwandeln, mein Intro einfügen und dann kann ich die ganze Scheiße hochladen. Das ist viel leichter. Aber mit Call of Duty, das kriege ich mal auch hin. Aber da kann ich halt nicht jeden Tag ein Video machen oder alle zwei Tage. Da muss ich sehen, immer, da ich ja nebenbei noch arbeiten muss. Diese Woche ist halt schlecht mit Spätschicht. Da habe ich abends nicht so viel Zeit und vormittags muss ich mich auf die Arbeit vorbereiten und dies, das, da muss da halt. Ja, da ist es halt mit Call of Duty nicht so leicht. Aber das kriege ich mal alles hin. Game Capture ist ja geplant. Wenn ich es mit der Game Capture nachher aufnehmen kann, ist es alles viel einfacher. Ich brauche halt noch ein Headset für die Xbox. Da kann ich das Commentary auch gleich dazu machen. Wobei ich weiß nicht, ob das so viele sehen wollen, weil wenn ich live zocke, also beim Zocken und ich werde nachher von irgendwelchen Camper-Wichsern oder Thermalvisier-Spinnern weggeholt, da kann es schon passieren, dass ich mal ein bisschen laut werde und leicht ausflippe. Das sollte man vielleicht ein bisschen den Ton runterstellen, aber das kriegen wir alles hin, ist ja kein Thema. Da steht so wieder ein Benny vor der Tür, der kleine Benny ist reingerannt, habt ihr das gesehen? Der rennt einfach in meine Bude rein, da kommt er, die kleine Drecksau. Komm nur ran, du Wanst, Alter, ich hau ich windelweich, du Fotze, was droppt da? Ach ne, das war das Grasding, was ich dahinter gehauen habe. So, da es jetzt Nacht ist, verziehen wir uns mal das Nacht drin, das Eisen ist fertig. Drei Stück, naja, das ist erstmal ein Anfang. Ich baue mir jetzt noch eine Truhe fix. Da kann ich nämlich mein Eisen schon mal sichern, falls ich unterwegs mal verrecken sollte, dass das Eisen nicht weg ist. So. Hier haben wir unsere Truhe. Das kommt wieder her. Halt, die tue ich mir gleich ins Inventar. So. Die stellen wir erstmal hier hin. Hier ist Platz. Kleine Bude, wie gesagt. So, dann tun wir den Scheiß rein. Die Wolle tun wir auch mit rein. Wobei, wie hoch ist denn... Ach, das lassen wir erstmal so. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Wichsen uns noch ein. Auch fertig gewichst. Nacht ist auch vorüber. Wie man sieht, wir haben hier oder nach unten rechts unsere Heil Hitler Hand. Frühst, wenn ich aufstehe, muss ich natürlich erstmal Heil Hitler. So, nicht ganz so laut, das ist nämlich verboten, habe ich mir sagen lassen. Jetzt, guck mal, da hinten steht wieder Gandalf.
Hey Gandalf, du alte Sau, was tust du wieder hier? Da kommen die Bennys, die. Oh, die waschen sich mal, das ist immer. Das ist ein Gandalf-Benny, guckt ihr euch den an? Der hat ein Dorfgesicht. Die Drecksau, er bewirft mich mit Bierflaschen. Stirb, stirb, stirb! Er stirbt doch einfach. Ein Zombie mit einem Dorfbewohnergesicht habe ich ja noch nie gesehen, Alter. Geil. Machen wir nicht mal platt. Oh, ich bin krank, ich muss was essen. Scheiße, ich kratze schon wieder ab, das kann doch nicht sein. Ach nee, der macht mich bloß bis zum halben Herz, gell? Und da muss ich so lang sehen, wie ich klarkomme. Naja, solange kein Creeper in der Nähe ist oder irgendwelche anderen Fotzen, ist das noch machbar. Hier haben wir noch 2, 3 Äpfel. So. Wolle haben wir genug. Ein bisschen Holz wollten wir noch farmen, damit wir uns eine Hütte basteln können, gell? Haben wir gesagt. So. Da können wir die ganze Scheiße noch wieder einpflanzen. Wobei, ich müsste da noch ein bisschen Kohle suchen, gell? Damit ich noch ein paar Fackeln habe, damit ich für den Ofen noch ein bisschen was habe. Ist alles brauchbar. So, her damit. Da kommen wir wieder nicht hoch. Machen wir später. Scheißegal, ob die blöde Baumkrone da oben rumschwirrt. So. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall die ersten 1-2 Folgen. Wird es nicht anders laufen als wie jetzt. Ich muss halt erstmal, wie gesagt, Sachen sammeln, Holz sammeln, farmen, Eisen, Kohle, damit ich mir irgendwann ein anständiges Häusle bauen kann. Hier sieht es doch schon mal wieder gut aus. Da können wir doch ein bisschen was abhacken. Hier haben wir wieder Kohle gefunden. Immer ran damit. Oh, es geht sogar weiter. Diesmal ist es nicht nur ein Kohle. Hier Dings da. Ich muss mal ein Stück Bier trinken hier, sonst weiß ich nicht mehr, was ich erzählen soll. So, nun ist das Fläschle auch schon wieder leer. Aber Hauptsache, wir haben erstmal Kohle, da haben wir erstmal Licht und dies, das. Wenn ich mir eine andere Höhle suche, wo ich Eisen farmen oder Scheiß, vielleicht findet man ja auch Gold oder was. Wobei das in den ersten 1-2 Folgen ein bisschen unwahrscheinlich ist, weil ich da erstmal beschäftigt bin, mir einen Unterschlupf zu bauen. Einen fertigen, einen anständigen. Aber jetzt dieses kalte Loch in der Höhle, das ist ja nicht machbar. Da kann ich ja nicht ewig pennen, da friere ich mir ja die Eier wund. So, dann buddeln wir uns wieder raus hier aus der Ecke. Und dann könnten wir eigentlich mal hier runter gucken. Da bräuchte ich aber wieder ein paar Fackeln. Das machen wir so. Machen wir alle hin. So, 1, 2, 3, 4. Fackeln ran. So. Ach, Mensch, ey. Dilettant. So habe ich ja schon besser gesehen. So, hier haben wir noch mehr Kohle. Hier haben wir Eisen. Das ist doch schon mal schick. Und die Höhle sieht sogar aus, als wäre da noch ein bisschen was zu holen. Vielversprechend. So, dann schauen wir mal. Da hinten ist wieder Ausgang. Da brauchen wir nicht hin. Juckt die nicht. So, mal hier noch ein wenig. Da geht es auf jeden Fall ein bisschen tiefer runter. Das heißt, da könnten wir vielleicht später Glück haben. Da gehen wir aber jetzt nicht. Da unten steht Sido. So weit gehen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, die erste Folge gerade ist angefangen. Ein bisschen Eisen farmen, damit wir uns eventuell noch ein Eisenschwert und ein bisschen Rüstung farmen können. Wenn wir Rüstung haben, können wir da auch runtergehen. Das ist noch kein Thema. Ich würde sagen, ich fange hier erstmal an und nehme das bisschen Eisenerz mit. Komm, her mit dir. So, und dann nehmen wir hier, räumen wir erstmal ab. Oh, das war schon wieder. Wieso verrecken die heute alle? Ich muss doch mein Battle, ich muss doch hier ein paar Röpser raushauen, damit ich nicht wieder mit irgendwelchen Mädchen verglichen werde. Dass ich fast so gut röpsen kann wie Mädchen. Das ist echt peinlich, wenn man sowas gesagt kriegt. Muss nicht sein und deshalb hört dieses Video nicht früher auf, bevor ich einen Weltrekord im Röpsen rausgehauen habe. Liebe Jana, das ist ein Battle, was du nicht gewinnen kannst. Muss ich nochmal behaupten. Muss ich nochmal. Es muss einfach gesagt werden. Muss es eh. So, da gehen wir wieder raus. Kohle haben wir genug. Können wir gleich Fleisch dahin braten, wenn ich die Bude jetzt wieder finde. Hier haben wir auch noch eine Ecke, wo wir rein können. Das können wir nachher alles akut. Ach ne, das ist bloß so ein kleiner Boxenstopp. Naja, das akut mal alles mit der Zeit. Wie gesagt, die erste Folge hier ist am Anfang. Nur ein bisschen farmen und Zeug bauen und suchen und damit wir erstmal wissen, wo wir sind. So, meine Hütte war da hinten, den Apfel nehmen wir noch mit. Zu essen brauchen wir immer mal. Achso, ich müsste ja mal ein Bierleofen machen. Das machen wir, wenn ich das Zeug im Ofen habe. Frame Drops ohne Ende. Warum ist das so schlimm? Das kann doch nicht sein. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwas hintergrundmäßig auch habe. Tür machen wir mal zu, falls wieder irgendwelche Deppen kommen. Den Scheiß brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, hauen wir erstmal ein bisschen Kohle rein und Eisenerz. Ach, ich mache erstmal das Fleisch. Das ist vielleicht ein bisschen wichtiger.
In der Zeit kann ich mir schon mal ein Eisenschwert basteln mit den drei Eisen, die ich schon habe. So. Warte mal, das teilen wir mal auf hier. So. So, machen wir so und so. Da haben wir nämlich erstmal einen Haufen Stöcke. Boah. Einen brauchen wir. Für unser Schwertchen. Nehmen wir erstmal so. Pass auf, dann mache ich mir, weil ich noch ein Stück habe, mache ich mir da eine Schaufel draus. So. Und dann warten wir erstmal, bis der Mistdings ist. In der Zeit kann ich mir nämlich noch ein Bierle aufmachen, wenn ich es finde. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Es hat sich wieder im Rucksack versteckt. Die Sau. Also, hingehört. Aha. Oh, zapft is. Ah, Bier. So. Hier, wie gesagt, meine kleine bescheidene Hütte. Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich so viel Stöcke gemacht, habe hier drüben so viel Wolle. Dann nehme ich mir mal ein Stück oder sechs. Dann kann ich mir ja mal ein Bild craften. Da könnt ihr mal gucken, wie ein Bild gecraftet geht. Einmal ringsherum Stöcke. Die mit ein Stückle Wolle. Und dann haben wir hier ein Gemälde. So. Das haben wir uns jetzt einfach hier mitten an die Wand. Bob. Das gefällt mir nicht. Dann nehme ich lieber das. Nö, das ist, ah, das ist mir viel zu klein. Das ist genau dasselbe wie eben. Willst du mich verarschen? So. Wo die hintroppen? Ich schlag die weg. Sie hüpfen einfach nach rechts. Das hüpft nach links. Es ist immer zu derselbe Scheiße. Ich will... Das ist auch hässlich. Das ist eigentlich cool, aber das will ich nicht auf dem Fußboden haben. Das ist natürlich... So. Och, immer zu solche kleinen Scheißbilder. Jetzt geh doch mal heim, bitte. So, das ist auch blöd. Hier, da gibt's doch ab und zu... Da kannst du doch so Riesenbilder hin... Das will ich nicht. Pflastern. Ich will ein großes... Was machst du denn? Ich tanze den Boogie. So, das ist wieder. Ich will ein großes Bild haben, verdammt. Ey, es kommt hier nur Scheiße bei raus. Das ist. Na, ich will ein Sechserbild, kein Vierer. Jana, ich hoffe, du hast zugehört. Das ist auch wieder hässlich. Wo ist es hin? Es ist einfach weg. Jetzt, es ist. Habt ihr es gesehen? Es ist nach rechts gefallen und ist hier drüben gespawnt. Lächerlich. Lächerlich. Das ist auch wieder. Solche sinnlosen Bild. Alter. Das hatte ich eben. Mann. Der Totenkopf sieht cool aus, aber nur vom Weiden. Wenn ich direkt davor stehe, sieht man das nicht so cool. Da, von hier hinten sieht es richtig aus. Ein richtig guter Totenkopf. Aber wenn du zu nah dran stehst, ist es einfach nur so ein verpixeltes Stück Dreck. Och, wisst ihr was? Ich mache mir hier oben so ein Zweierbild hin und gut ist. Das ist ein Einser. Gut. Es ist direkt auf mich geflogen. Aber ist es einfach nicht da. So, ich würde sagen, dieses Bild ist einfach mal verschwunden. Ist wieder top. Super Minecraft. Ich danke dir. Warte mal, jetzt muss ich mal hier das Stückchen noch weghacken. Wieso habe ich denn solche Frame Drops? Die hatte ich doch vorher nicht. Naja. Ist ja erstmal zwei. Aber das Bild ist weg. Das Ehrlich hat mich jetzt wieder eine Wolle vergeudet. Die gute Wolle. Mache ich mir ein neues. Wir haben ja genug Stöckchen einstecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Die Scheiße in die Mitte. Neues Gemälde genommen. Und jetzt funktioniert, du Scheißding. Das will ich nicht. Es ist wieder weg. Ach, da hinten brauche ich nichts zu. Das ist doch sowas von lächerlich, die Scheiße, oder? Also wer das Video sieht, jeder eine Beschwerde an Minecraft schreiben, bitte. Ich kann so nicht arbeiten. Fleisch ist noch in der Arbeit. Na gut, wir können so lange eigentlich anfangen, uns ein Häusle zu bauen. So, brauchen wir auf jeden Fall reichlich Holz. Holz. Haben wir 64. Hier haben wir nochmal 64 bestimmt. Jo. Da haben wir erstmal, pass auf, jetzt muss ich erstmal hier eine Nachricht beantworten. Ach jetzt. Ich könnte euch ja die Nachrichten alle mal vorlesen, die ich schreibe und die ich bekomme, aber... Nee, das machen wir lieber mal nicht. So.
ist jetzt nebenbei ein bisschen langweilig, aber es ist sowieso, wir fangen ja gerade erst an mit dem neuen Welt und alles, da ist am Anfang sowieso immer nur dasselbe. Farmen, sammeln, bauen, bla bla bla, bis mal erstmal unsere Bude. Nachher können wir ja mal fortrennen und die Welt erkunden. Es wird schon wieder Nacht, das ist ja schon wieder hässlich, aber hier können wir uns trotzdem so ein paar Samen einsammeln. Da kann ich nämlich ein bisschen Weizen einfangen. Ah, dann brauche ich erst eine Scheiß. Hier, Dingens da. Wie heißt es denn der Mist? So, pass auf. Ich zeige euch, wie das Ding heißt. So. Ach, komm. Brauchen wir ja erst eine Steinhacke. Genau, dann müssen wir einen Bodenmeng umgraben. Da pflanze ich mir nachher ein wenig Zeug ein hier. Aber erstmal gehen wir ins Nest. So, gute Nacht. Musst du wieder antworten? So. Ich habe fertig. Die Nacht ist auch rum. Genau, die Hacke haben wir. So, pass auf, da hacken wir uns fix das Zeug. Das Fleisch brennt immer noch. Da hinten ist doch ein Creeper, wenn ich richtig sehe. Na, den versuchen wir gleich mal zu töten. Aber erst bauen wir uns die Scheiße. Oh, hier sind sogar richtig geile Wege. Hier kann ich alles zuhacken. So, so. So, so, so. So, mehr haben wir, glaube ich, gar nicht dabei. Pflanzen wir die Scheiße erstmal ein. So, 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 so und so. Alles leer, da wächst Weizen, da können wir uns irgendwann Brot von backen. Und jetzt versuchen wir mal den blöden Creeper zu killen. Da kriege ich nämlich Schwarzpulver von. Da kann ich mir euch mal ein TNT bauen. Wenn ich wieder in so eine Mine oder Gold Zeug sammeln will, da ist da freispringen. Die Drecksau ist einfach weg. Er ist weg. Weg! Und ich bin wieder allein. Oder? Naja, wieso lägt es denn so? Das ist mir neu, Alter. Naja, das kriege ich auch noch in den Griff. Erste Video, mir ist egal. So, jetzt haben wir erstmal Fleisch ohne Ende. Das nehmen wir mit. Dann haben wir uns neues Eisen raus. Meine Energie ist auch fast weg, würde ich sagen. Knallen wir uns erstmal ein paar Äpfel rein. Äpfel sind gesund. Ja, ich habe nebenbei Bier getrunken. So, und jetzt gucken wir mal, Da hinten war doch die Scheißhöhle, die wir gefunden haben. Ich muss jetzt meine Grafikeinstellung gucken, vielleicht ist da irgendwas, was ich, Partikel minimal, alle Verringe minimal, Wolken schnell, Grafikmodus schnell. Ich habe aber eigentlich alles so, wie ich es normal auch immer hatte. Normalerweise müsste es doch. Schwierigkeit normal, das lassen wir erstmal. Ja, müsste doch aber eigentlich gehen. Skin-Anpassung, das ist mir alles scheißegal. Oh, jetzt hat er gefutzt. Wieso? Naja, das kriegen wir schon. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal hier die Höhle an, in die man reingucken wollte. Da war ja Eisen und dies, das und der ganze Scheiß drinne. Ach nee, habe ich ja schon. Fackeln. Aber hier runter wollten wir mal gucken, gell? Bevor es zu langweilig wird. So. Gucken wir erstmal hier lang. Och, das war da wieder nix. Oh, der war schon besser. Jana, ich hoffe, du hast ihn gehört. Vom wegen hier. Mädchenröpsen, so ein Scheiß. Hier, erstmal wegen Licht machen. Aber es geht auf jeden Fall schon gut runter. Das ist schon mal nicht schlecht. Da hauen wir noch eine Fackel raus. Da oben haben wir Eisen. Das nehmen wir ein bisschen gleich mit. Oh, das ist sogar ein bisschen mehr. Immer her damit. Eisen nehme ich gerne an. Komm runter mit dem Scheiß. So. Wie gesagt, ich laufe jetzt hier noch ein Stück rein und gucke nur immer. Und dann laufen wir wieder hoch. Das geht natürlich immer tiefer. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Ich hoffe mal, mir gehen die Fackeln nicht aus. Ich habe noch zwei Stück. Eine heftig da noch ran. Und eine heftig hier noch ran. Hier ist ja auch Ende erstmal für die Höhle. Aber da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was, was wir nachher farmen können. Später. Das baue ich jetzt mal noch nicht ab. Hier muss ich natürlich wieder hochklettern. Hier war irgendwo Eisen, habe ich gesehen? Ne, war hier nicht. Ach komm, die drei Steine nehmen wir mit.
Wenn wir einmal da sind, da können wir uns noch ein paar Fackeln von bauen. So. Fahren wir hier nochmal hoch. Mal hier das Eisen. Leck. Mal hier das Eisen. Nee, hier war es auch nicht. Hier ist Eisen. Das nehmen wir uns jetzt aber mit. Ja. So, das wird alles eingebockt. Gute Zeug. Da kommt euch eine Vieh. Irgendwo. Ich höre ihn an. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Und er wird auch immer lauter. Links von mir. Aha. Na, Benny, was geht? Nichts. Naja. So, da kommt dann noch einer von links. Was ist? Habe ich ein Nest freigelegt? Ein Monster-Spawner irgendwo? Nee. Der ist tot. Da kommt noch einer. Der kommt auch von da. Hier ist freilich irgendwo ein Monster-Spawner. Habe ich einen Dungeon freigelegt? Quatsch. Nee, das waren bloß die drei Viecher. Ich wollte schon sagen, kann doch nicht sein. Hier jetzt am Anfang schon ein Dungeon. Also so ein... Wisst ihr, was ich meine? Wo die Truhen da immer drinnen stehen. Wo du hier Sättel und den ganzen Scheiß kriegst. Wäre lustig gewesen auf jeden Fall. So, das nehmen wir noch mit. Und das war erstmal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt erstmal hier hinter, können wir. Wenn wir in die Höhle wieder reinkommen. Da ist wieder so ein Doldi. Den haben wir trotzdem vor die Mütze. Stirb, stirb, stirb. Stirb doch einfach. So, wir sind vorhin von oben gekommen, deswegen gehe ich auch wieder nach oben hin zurück. So, ich habe ein Schaf gehört. Ein scharfes Schaf. Da unten, das gucken wir uns später an. Jetzt gehen wir erst wieder raus, gehen heim, unser Eisenerz einschmelzen, damit wir ein bisschen Eisen haben. Können wir uns eine Rüstung basteln und den ganzen Dreck und Futz. Auf jeden Fall ist das schon mal nicht schlecht hier mit dem. Da geht's auch noch rein, da gucke ich mal kurz. Ach, das ist bloß ein Löchle. Machen wir uns später alles klar. Wieso leckt es auf der Open World so? Das weiß ich, verstecke ich. Check ich nicht. So, den Apfel baller ich mir noch fix rein, dann geht's nach Hause. Ne? Eisen müsste ja fertig sein. So, genau. Holen wir die raus, tun die nächsten Dinger gleich rein. Die tue ich erstmal so lange in die Truhe. So, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal mit dem ersten Ding. Aber ich glaube, das war jetzt mittlerweile schon das zweite Video. Aber wie gesagt, wenn irgendwas ist, was ich basteln soll, einfach in die Kommentare schreiben. Das war es erstmal für die Aufnahme. Ich melde mich ab morgen wieder. Wiederschauen, reingehauen.